Ja, sie rast mit fast 300 km/h über die Rennstrecken von dieser Welt. Heute ist sie auch mit dem Auto gekommen, ich hoffe nicht so schnell. Aber der Schwung hat sie hoffentlich mitgenommen zum heutigen Tag. Die Rede ist von der Fabienne Wohlwend. Ja, hallo Fabienne, schön bist du mein Gast hier im Hause von Lühr. Es wird langsam weihnachtlich hier bei uns. Ja, danke vielmals für die Einladung. Freut mich natürlich immer, wenn ich mal im Liechtenstein einen Auftritt machen kann und etwas ja, auf Dialekt machen darf. Du bist gerade zurückgekommen von der Ferien, habe ich gehört, gell? Jamaika, wie hast du es gehabt? Ja, wirklich meine erste richtige Ferien dieses Jahr. Es war ja, traumhaft gewesen. Strand, Sonne. Und ja, fühle mich jetzt wieder erholt und wieder voll bereit, um wieder durchzustarten für die Wintervorbereitung. Jetzt stellt man sich vor, einen Sportler Ferien machen, oder? Das ist immer so heikel, oder? Weil er muss ja immer etwas machen. Ich meine, das ist ja genau gleich so, oder? Kannst du einfach mal so eine Woche lang gerne nichts tun? Ist das möglich bei dir? Ja, also zum so wirklich komplett abschalten ist natürlich schwierig. Man schaut schon immer noch ein bisschen aufs Handy, auf Mails und natürlich eben Sport sehr wichtig. Ich habe wirklich probiert, wenig zu machen. Also täglich Sport, Fitness und alles drumherum, genau, das schon, oder? Das schon. Also wir haben jetzt diese Woche jetzt auf Beachvolleyball und Wasseraerobic beschränkt und habe gedacht, jetzt starte ich wieder, wenn ich daheim bin, voll durch. Die Saison ist ja schon wieder vorbei, oder? Das ist jetzt schon durch. Rückwirkend so, ein bisschen Abstand gewonnen jetzt logischerweise über die Zeit. Was ist geblieben von dieser Saison? Von dieser speziellen Saison? Ja, es war eine spezielle Saison. Höhen und Tiefen. Ja, ich denke, es ist sehr eine der intensivsten Saison, die ich je hatte. Wir haben recht spät gestartet in der W-Series. Dafür sehr gut. Gerade direkt der erste Podestplatz. Und dann natürlich das große. In Silverstone ist das gewesen, oder? Red Bull Ring. Red Bull Ring bin ich dritte geworden. Aber noch ist der zweite, war das beste Resultat. Genau, ja, es ist dann das große Highlight in Silverstone. Vor Zuschauer, oder? Ich habe 140'000 gehört. Genau, ja, und es ist dann so wirklich so das erste große Formel 1 Gefühl gewesen, wirklich auf dem Podest zum Stehen. Die ganzen Zuschauer waren im Jubel gewesen und es hat sich wieder ein bisschen normal angefühlt. Und ja, gefolgt ist dann aber ja von meinem grössten Unfall in meiner Karriere in Spa. Mega Glück gehabt, bin unverletzt geblieben und konnte auch am nächsten Tag fahren können. Trotzdem sehr schade gewesen, weil natürlich ein sehr gutes Resultat möglich gewesen wäre. Rega, meine grosse Stärke. Und ja, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meiner Saison. Wir sind insgesamt 60 Wochen. Dementsprechend habe ich wieder einen Fahrervertrag für nächstes Jahr gesichert. Wir würden weder in der W-Series starten, weder im Rahmenprogramm von der Formel 1. Auf den exakten Kalender, an welchen Rennen dass wir dabei sein dürfen, warte ich noch. Ich hoffe, es kommt jetzt pünktlich zu Weihnachten. Mhm. Und ja, ich habe auch dieses Jahr mein erstes Langstreckendebüt gegeben, bis 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring gefahren. Und es wird auch nächstes Jahr eigentlich ein grosses Ziel sein von mir. Ja. Mhm. Der Crash, auf den muss ich noch mal eingehen. Ich habe gesehen, wirklich schlimm ausgesehen. Was macht das mit dir? Ich meine, ich habe im Sommer mal mit Kevin Estre einen Talk führen und er hat auch so einen Crash gehabt. Und er hat gesagt, für mich war es null Problem, weil ich nichts dafür konnte. Es war nicht mein Fehler. Da ist jetzt ja ein bisschen ein anderer Fall bei dir, oder? Ja, also wirklich was dafür können, ja, haben wir eigentlich auch alle nicht. Es war qualifying, es hat angefangen zu regnen. Wir waren alle auf Trockenreifen unterwegs. Und dann sind wir eigentlich auf die berühmte Kurve Orange zugekommen. Und eben, man muss sich vorstellen, es ist ein höherer Unterschied von über 25 Meter und wir hocken im Formel 3 Auto, legen wir eigentlich wie rein und dementsprechend sehen wir nicht über die Kuppe übrig. Und bei mir war eigentlich das Problem, dass das Auto vor mir hat sich weggedreht und ich habe eigentlich richtig reagiert und habe die Lenkung geöffnet und wollte eigentlich geradeaus über die Auslaufzone ausweichen. Und als ich dann aber auf der Kuppe angekommen bin, habe ich ja, feststellen müssen, dass dort schon 4 Autos in der Bande hängen und ja, aber wir konnten halt mit enormen Geschwindigkeiten, wir konnten mit 220 km/h angeflogen und bin dann auf der Kuppe ja, eigentlich mit 180 km/h angekommen, wo ich die Autos stehen gesehen habe. Zum Glück nicht passiert, aber nochmal ganz kurz, wie ist das, was macht das mit einem? Ich meine, schlussendlich kann man sagen, gut, du hast nichts dafür, können schon alles richtig reagiert. Hilft das dir bei der Verarbeitung von so etwas oder? Es ja, ist schon heftig, was ja, da passiert mit einem. Auf oder? Jeden Fall. Also eben in jedem Moment, wo du realisierst, dass du nur ausweichen kannst und nur bremsen kannst. Und was denkst du da? Ja, scheiße. ja, also im ersten Moment, schnell vorbei, schnell, ja, schnell einschlagen. Also im ersten Moment verschreckst du natürlich schon enorm. Und eben, ja, es ist eine gefährliche Kurve, wir sind mit enormer Geschwindigkeit auf Weg. Aber ja, das Vertrauen ist da ins Auto, ich weiß, wie sicher das ist. Und ja, es ist natürlich dann so
die grosse Erlösung eigentlich gewesen, wo ich dann wirklich wieder gewusst habe, okay, wir sind schon alle still. Und dann eben der erste Moment war, ich habe nur in meinem Funk, eine Funkverbindung zu Mechaniker und Ingenieur. Und mein Ingenieur schreit nur ins Radio, Fabien P1, also Fabien Platz 1, weil ich in ihrer Runde halt Bestzeit gemacht habe. Und ich mache echt unklar genau so mit meinen Füßen und denke, oh mein Gott, ich spüre sie noch. Und, ja, das ist dann automatisch, ja, wenn man also, testet, dann ist alles noch, funktioniert alles noch. Ja, also Glück und Pech, so nach zusammen, oder? Genau, ja. Ja. Und dann ist natürlich, eben, sind noch 5 andere Fahrerinnen involviert gewesen. Und dann war so die grosse Erleichterung, wo wirklich alle eigentlich unverletzt ausgestiegen sind und alle eigentlich ansprechbar gewesen sind. Und ja, also ich denke, es macht schon was mit einem. Eben mental, muss ich sagen, habe ich eigentlich gar kein Problem gehabt. Wir sind dann wirklich darum noch einmal durchgegangen und ich habe wirklich gesehen, dass sie ja, es war keine gelbe Flagge, ich habe es nicht sehen können und von dem her hätte ich es nicht verhindern können. Und ja, ich bin am nächsten Tag eigentlich ja, voll motiviert wieder ins Auto gestiegen und bin vom 13. auf den 7. Platz für ich gefahren. Bin nur 20 Minuten, weil wir so strömenden Regen hatten und ja, zuerst Safety Car runterfahren müssen. Und ja, es hat mich natürlich ja, schade gewesen, weil ich gewusst habe, ohne den Crash, ohne Safety Car hätte ich sicher auf Podest in den Sieg fahren können. Aber auch Glück, dass das Ganze glimpflich vorbeigegangen ist. Das klingt jetzt sehr so abgekatert, so richtig mental stark und es passiert nichts. Ja. Es ist ja immer die Angst, die ein bisschen mitfährt. Oder ist das nicht so? Ich meine, es ist eine Sportart mit einem Helm. Man sieht es da hinten. Ja. Es ist kein Weihnachtsgeschenk, sondern den hast du mitgebracht. Oder? Hast du deinen Helm? Vielleicht können wir noch kurz ein paar Worte darüber verlieren. Ist die Angst da oder verträgt man das einfach? Ja, nein, also Angst hätte ich nicht sagen. Man hat sehr Respekt. Man weiß, der Sport ist viel sicherer geworden, aber es kann immer noch was passieren. Die einzige, die Angst hat, ist Mama daheim. Wir haben natürlich einen Schreck gejagt, aber ja, zum Glück haben sie mich dann ziemlich schnell danach in der Pitlane gesehen und hat ihn gleich angelüttet und gesehen, dass das alles okay ist. Du hast den Helm mitgebracht, nur ganz kurz. Man hat so viele Sachen da, das ist ein richtiges Hightech-Instrument. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, wie viele Eingänge es da überhaupt hat und was da überhaupt alles reingeht, der Helm. Genau, also der Helm ist natürlich etwas vom Wichtigsten. Mhm. Es schützt unseren Kopf. Er ist sehr leicht, ist eigentlich, ja, eigentlich Formel 1 Standard, der Helm. Und ja, das Design, Funkkontakt. Der Funkkontakt, genau, man sieht dort den Funk, da habe ich Kontakt zu meinem Mechaniker und Ingenieur, kann den Knopf am Lenkrad drücken und dann kann man miteinander kommunizieren. Ja, das Visier auch sehr wichtig, sind sehr stabil gebaut, über, falls es etwas ins Gesicht fliegt. Und hier hat ja zwei Schrauben, die wir dort sehen. Dort ist unser Head and Neck Protection, also unser Handsystem, angeschlossen. Es verhindert eben, wenn wir schwere Aufprall haben, dass wir unser Knie nicht brechen. Mhm. Ganz wichtig. Jetzt hast du gesagt, du bist in der W-Series am Fahren. Es sind nur Frauen dabei, oder? Speziell nicht. In einer Männerdomäne, Motorensport, da kommen sofort Männer in den Sinn. Wie ist das unter Frauen? Ja, also ich bin jetzt schon die zweite Saison bei der W-Series am Start. Und ja, sicher am Anfang hat es sehr viele Skeptiker gegeben. Bin natürlich selber ein bisschen skeptisch gewesen, weil meistens bin ich die einzige Frau auf der Kartbank, die einzige Frau auf der Rennstrecke, die einzige Frau im Rennteam. Bin natürlich ja durchaus eigentlich gewöhnt mit Männern zu arbeiten und den Umgang eigentlich so zu haben, aber ich muss sagen, es ist nicht anders. Muss sagen, es ist sogar einfach viel weniger Drama, als sich jeder denkt. Unter der Fahrerin. Unter der Fahrerin, sure. Unter allem. Also wir haben auch sehr viele Frauen, die Angestellte sind, weil W-Series natürlich das grosse Ziel hat, zum Frauen im Motorsport zu fördern. Eben nicht nur auf der Fahrerseite, sondern auch Mechanikerinnen, Ingenieurinnen, im Social-Media-Bereich. Also wirklich allgemein im Motorsport Frauen zum Weiterbringen. Weniger Drama, das muss jetzt kurz einhökeln. Ja, also eigentlich gerne. Also es denkt immer jeder so, ja und... Also ganze mehr miteinander als mehr gegeneinander, also weniger Ego. Genau, oder? Also ich muss sagen, wir sind neben der Rennstrecke, ich habe so viele Freundinnen gefunden und wir machen auch wirklich privat was. Wir telefonieren viel, haben auch die eine oder andere schon besucht oder ist mich besuchen gekommen. Also, Konkurrentinnen auch. Genau, also ich muss sagen, auf der Rennstrecke ist Racing genau gleich wie gegen die Männer. Dort wird einem nichts geschenkt, aber neben der Rennstrecke haben sich wirklich gute Freundschaften gebildet. Und ja, also ich muss sagen, es ist nicht anders als wie im anderen Rennteam. Mhm. Wobei du hast mal den Satz gesagt, ein Auto spürt nicht, ob ein Mann fährt oder eine Frau. Genau. Ist das wirklich so? Fährt eine Frau gleich Auto wie ein Mann?
Ja, also du schneller, würde ich sagen, oder? Schon. Ja, nein, also ich denke als Frau, wenn du den körperlichen Nachteil aufschaffst, ich glaube, es wird am meisten unterschätzt im Motorsport, der körperliche Aspekt. Wir haben keine Servolenkung, wir haben kein ABS, wir haben keinerlei Hilfe in so einem Formel-3-Fahrzeug. Dementsprechend ist wirklich ja, Muskelkraft und auch Ausdauer gefragt. Also ich bin wirklich ja, jeden Tag im Training. Aber ja, ich sage, wenn der körperliche Nachteil aufschaffst, dann sehe ich nicht, wieso eine Frau einen Nachteil haben sollte. Ich denke eher, dass eine Frau vielleicht einmal feiner fährt, gerade im Regen, wenn so ein bisschen Feingefühl gefragt ist, denke ich, haben wir eher einen Vorteil. Oder vielleicht auch im Zweikampf, dass wir vielleicht einmal mehr vorausdenken und nicht einfach reinbrettern. Also ja, ich muss sagen, ob ich W-Series fahre oder wie in einer anderen Rennserie, ich merke keinen Unterschied im Racing. Okay. Also sprich das mit den Männern und den Frauen, da gibt es keinen Unterschied. Genau. Wer deine Gegner sind, sozusagen. Genau. Also ich würde sagen, wenn du das Rennen schaust und du nicht wüsstest, dass dort 20 Frauen waren, dann würde es niemand erraten. Ja. Du hast kurz angetönt, viel Fitness, ganz wichtig, körperliche Fitness. Ich meine, ich vergleiche es immer als so zum Fußball. Der weiß ungefähr, wenn man Fußball nicht viel versteht, im Fußball, der muss trainieren, muss Fitness sein, Training, Taktik und so weiter. Was macht das eine Motorradsportlerin die ganze Zeit? Du hast ja so viele Themen. Du bist ja immer umeinander reisen, Fitness, Technik, Training und so weiter. Wie sieht so dein Alter aus? Nehmen wir so mal mit in deine Welt. Ja, also es ist sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Ich bin unter der Saison sehr viel unterwegs, weil die Rennstrecken nicht gerade um 6 sind. Ja, dementsprechend sehr viel am Reisen unterwegs. Im Winter ist natürlich die Vorbereitung sehr wichtig. Dort verbringe ich ja sehr viel Zeit mit meinem Personal Trainer, am Max Cavada. Wo ja täglich wirklich 1:1 trainiert. Dort, eben, wir machen alles von Krafttraining, Ausdauertraining, viel koordinative Sachen, weil natürlich wir mit so hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind, ist natürlich Reaktion und Koordination sehr wichtig. Also dort machen wir viel Training. Und ja, Mentaltraining ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, eben, wenn man ganz so Unfälle oder so verarbeiten muss. Es ist sehr etwas Wichtiges. Und dann ein grosser Teil ist der Rennsimulator. Also ich verbringe sehr viel Zeit im Simulator, habe noch einen daheim. Ich stehe im Wohnzimmer, wo ich da wirklich täglich... Da kannst du alle Strecken erfahren. Genau, weil das Problem ist im Motorsport, erstens sind die Rennstrecken extrem weit weg und zweitens ist natürlich die Zeit im Rennauto sehr limitiert, sehr kostenintensiv. Und dementsprechend dann natürlich dort über den Winter alle Rennstrecken einprägen. Ich kann dort auch Rennen simulieren, kann auch online gegen reale Leute fahren, kann auch gegen Computer fahren. Ja, bin eben gerade in der Corona-Zeit eigentlich sehr viel online Rennen gefahren. Fabian Homeoffice, kann man sagen. Genau, oder? Also mein Homeoffice schaut ein bisschen anders aus. Ja. Ja, jetzt im Winter stehen natürlich sehr viele Sponsorentermine, SOS-Events an. Es ist natürlich auch, wo sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr abwechslungsreich. Natürlich viele Bürosachen, alles organisieren. Und ja, also es wird nicht langweilig. Du hast auch ein Team um dich herum, oder? Du bist nicht allein, oder? Du hast ein gewisses Team bei dir. Also nicht nur das Team, das du fährst dafür, sondern auch, wo dir auch helfen in der ganzen Administration. Oder machst du das alles allein? Ich mache alles selber. Also ich mache auch wirklich meine Social Media komplett selber. Also wenn wir dort schreiben, that's me. ja, nein, ich habe noch keine Angestellte. Nein, ich mache alles selber. Ich schaffe seit 2 Jahren nur auf der Bank, sondern mache es vollberuflich. Und seit dort habe ich wirklich intensiv Zeit, um mich um alles selber zu kümmern. Ja. Social Media, ein guter Punkt, den ich einhängen will. Es gehört ja ein bisschen dazu heutzutage. Oder? Ich bin eine Frau, du bist eine junge Frau, du siehst gut aus in dem Sport. Oder? Part of the game. Instagram, du postest auch Sachen von dir privat. Ist es Business? Oder machst du es auch gerne? Also ich muss sagen, ich mache es gerne. Logisch, mein Privatleben möchte ich eigentlich schon so privat wie möglich behalten. Sehr poste ich mal das ein oder andere private Bild. Oder ich tue sehr gerne reisen, dann kommt mal ein Foto vom Reisen. Momentan gerade ein paar Fotos von Jamaika drauf. Also ja, aber das Hauptding ist schon das Racing. Ich sage, es gehört heutzutage einfach dazu. Man wird nur mal googeln, sondern es wird zuerst mal im Instagram eingeben. Für Sponsoren und so ist das auch wichtig. Genau, oder? Also ich muss sagen, eben gerade Sponsoren mache ich sehr viel auf Instagram, dass ich dort mit ihnen zusammen arbeite. Ich bin sehr viel auch eben als Markenbotschafterin auf Weg und dort ist es natürlich enorm wichtig, dass ich dort auf den sozialen Medien vertreten bin. Jetzt fragt man sich, wieso bist du Motorrennsportlerin geworden. Sie haben mit 7 Jahren schon angefangen. Mit 7 Jahren bist du schon Kartrennen gefahren. Genau. Wie ist die Begeisterung entstanden? Ja, also ich muss sagen, ich habe
Als 7-Jährige wollte ich immer ein Pony. Also ich sagen, ein Pony und ein genau. Auto ist ein etwas anderes. Genau, oder? Aber eben meine Familie ist sehr Motorsport begeistert und ja, hat selber, also mein Papa hätte selber nie etwas in diesem Bereich machen können. Und ich habe einen grossen Bruder, der Raphael, und er hat dann eigentlich ursprünglich einen Go-Kart gekriegt. Und man hat mich ein bisschen ja, gesagt, ich soll das auch mal probieren. Es sind noch ganz viele Pferde. Und ja, dann sind wir auf eine kleine Strecke in Tessin gegangen, gefahren. Mhm. Und dann habe ich es ausprobiert, Papa runtergefahren, Visier geöffnet, halbe Geist gesagt, Papa, ich möchte einen Go-Kart. Und dann habe ich auch zu meinem 7. Geburtstag einen Go-Kart gekriegt und ein Zwergkaninchen. Für das Pferd hat es nicht gelangt. Und ja, seit dort habe ich immer gesagt, ich will Formel 1 Weltmeisterin werden. Nicht nur Formel 1 Fahrerin, sondern Weltmeisterin. Und ja, es war eigentlich immer mein Ziel, von Kind auf zum Profirennfahrerin zu werden. Eben, über die Jahre bin ich jetzt realistischer geworden und habe gesagt, ich will vom Motorsport, von meiner Leidenschaft leben können. Ich möchte es ja, hauptberuflich machen. Ja, meine Familie hat mich echt immer mega unterstützt. Auch meine ganzen Freunde sind hell begeistert, sind dann auch auf ein Kartrennen gekommen, meine Autorennen. Und ja, wichtig war einfach immer, dass ich einen Plan B habe, just in case. Ja, falls es nicht geklappt hat mit der Profikarriere, habe ich eine Bankausbildung abgeschlossen und jetzt seit 2 Jahren habe ich wirklich meinen Traum zum Beruf gemacht. Der Traum zum Beruf gemacht, das ist einmal der Thomas Graf von Megawatt. Und er hat mir gesagt, sie haben so grossen Erfolg aktuell. Für mich ist es wie eine Bubble. Das ist eine Bubble, die drin ist und es ist ein bisschen surreal. Du sagst, der grosse Traum, das ist ein Traumleben, das du hast. Du bist umgeben von Sponsoren, von tollen Rennen, du darfst deinen Traum wahrleben. Wie ist das? Also, ist nicht die Angst da, es könnte mal wieder vorbei sein? Oder ist das für dich nie ein Thema? Ja, also sehr. Ich meine, Sport, ich glaube, es weiß jeder, dass es limitiert ist. Mhm. Ich sage Motorsport, wenn du fit haltest, sehen wir sehr Formel 1, Alonso und Kimi Räikkönen, die sind 40, also ja, habe ich noch ein paar Jahre. absolut, ja, absolut. Auf jeden Fall, ich meine, es könnte immer alles vorbei sein, aber ich denke, wir müssen im Moment leben und den Moment geniessen. Und ja, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das schon seit 2 Jahren so machen darf und hoffe, dass es noch viele mehr werden. Mhm. Und du hast die richtige Voraussetzung, du bist die richtige Draufgängerin, würde ich sagen. Also, dein Bruder hast du bereits erwähnt, ist früher zusammen auf der Rennstrecke und da hast du mal gesagt, ich war damals schon immer Testpilot. Wie ist das verstehen? Ja, also ich war immer eigentlich die Mutige. Oder eben, ich bin zwar die kleine Schwester, aber eben, wir sind eigentlich wie das Vierte aufgewachsen mit meinen 2 Cousins. Sie sind eigentlich gerade ja, nebenan aufgewachsen. Und immer schon, weißt, wenn wir schon am Schlitten waren und sie die grössten Schanzen gebaut haben, ich immer musste zuerst drüber fahren. Müssen oder wollen? Beides. Also, ja. Keine Ahnung, irgendwie, ich habe immer schon alles, was schnell, Adrenalin, crazy ist. Es gefällt mir einfach, das mache ich gerne. Ja. Und ja, also, ich war auch immer die Kleinste, aber irgendwie, wenn wir in der Ferien waren und wir haben eine Bar was bestellen, müssen jetzt immer kosten, Fabian, ich komme mit, aber du musst fragen. Also, ich weiß so nicht, es war irgendwie immer schon so gewesen. Immer schon so in der Gegend rein. Ich habe ein paar Fragen für dich noch. Oh je. Ganz kurz, kannst du ganz kurz die Antwort geben. Mit dem tue ich mich im Motorrennzirkus immer noch schwer, nach wie vor schwer. Gute Frage. Das tue ich mir immer noch schwer. Nicht mehr. Alles. Hast du dich richtig daran gewöhnt, das Ganze? Ja, ich bin richtig daran gewöhnt. Also vielleicht so der erste schräge Blick, wenn eine Blondine hier läuft. Aber es ist dann umso schöner, wenn man sich vom Gegenteil überzeugen kann. Okay. Was darf nie fehlen, wenn du unterwegs bist im Gepäck? Handy und Kopfhörer. Schon, ist das Wichtigste? Ja. Lebensversicherung, Kopfhörer einfach zur Musik, zum Abschalten? Genau, zum Abschalten. Eben mein Handy. Ich sage immer, bevor ich mein Handy irgendwo vergesse, vergesse ich meinen Kopf. Also, ja, mein Handy ist eigentlich so mein täglicher Begleiter. Ja. Wie ist das denn so kurz vor dem Rennen? Schalten wir noch mal kurz ab? Oder ist man da auch mit der Musik ein bisschen abschalten? Oder ist man da schon längere Zeit vor dem Start fokussiert? Und, genau, also wir haben meistens noch so ein Meeting mit dem Ingenieur und dem Mechaniker, mhm, wo wir nochmal alles durchgehen, mit der Einstellungen, Taktik, wo starten wir. Da haben wir meistens noch ein bisschen Videos von anderen Rennstarts schauen und analysieren, wo könnte man gut überholen. Und dann verbringe ich sehr viel Zeit immer vor dem Rennen mit meiner Physio. Da haben wir meistens aufwärmen, mhm, und ja, dass ich eigentlich körperlich aufgewärmt und ready bin zum Starten. Also nicht das Nickerli vor dem Start oder so? Nein, das also gibt's nicht das Nickerli. Nein, es gibt es nicht, da musst du voll pumpt sein. Ja. Dein bisher grösste Abenteuer? Das grösste Abenteuer? Skydiver.
Ich war schon zweimal im Skydiver, einmal in Australien, einmal in Dubai. Und ich muss sagen, als Rennfahrerin hatte ich wirklich Mühe, um noch den Adrenalinkick zu kriegen. Ich gehe zwar gerne in die Achterbahn fahren, aber ich glaube, so das grösste Abenteuer war wirklich, aus dem Flieger rauszukommen. Ja. Das braucht es einfach, gell? Der Adrenalinkick, ja, der muss einfach immer sein. Das braucht es einfach, ja. Bevor ich das nicht erreicht habe, höre ich ganz sicher nicht auf, Auto fahren. Oh je. Ich will jetzt nicht sagen, Formel 1 Weltmeisterin. Vorschulwelt, oder? Ist schon noch ein Ziel, ja, oder? Es wäre natürlich das ultimative Ziel. Ja, ich sage, Formel 1 wäre natürlich ein Traum. Ich bin zwar jetzt auch eine der wenigen ersten Frauen, die Superlizenzpunkte gekriegt hat. Ja. Und die braucht man, um ein Formel 1 Auto bewegen zu dürfen. Aber ich würde sagen, Start 24 Stunden Le Mans. Ist, bevor ich es nicht habe, höre ich nicht auf. Das nehmen wir beim Wort. Gut. Vielleicht die letzte Frage noch. Was hebt dich im Leben am Boden? Ich würde sagen, meine Freunde und meine Familie. Ich sage, für mich das Schönste eben ist zum Homekommen, nach einem Rennwochenende. Ich bin sehr viel unterwegs, aber das Leichteste wird immer mein Home sein. Und ja, wenn du heimkommst, über drei Brücken fährst und du warst, bist wieder da, sei wieder meine Freunde und Familie. Ich glaube, es ist das, was mich wirklich am Boden haltet und glücklich macht. Ist ja nicht so einfach, oder? Wenn du immer unterwegs bist, die Freundschaft, das ganze Pflegen und so. Gut, mit Corona ist es natürlich nicht so gewesen, aber sonst bist du so viel unterwegs, oder? Ja, also ich bin sehr viel pflegen, unterwegs, oder? Und eben, ich habe nicht einen 8 bis 5 Job und eben, ich habe sehr viele Freundinnen, die natürlich am Studieren sind, die normal am Arbeiten sind oder das Gleiche mit der Familie. Aber ich habe meinen Freundeskreis, glaube ich, schon der gleiche seit der Schulzeit und es wird sich, glaube ich, nie mehr ändern. Ja. Und am Schluss, es wird weihnachtlich. Was bedeutet Weihnachten für dich? Familienzeit. Also ich bin ein mega Familienmensch. Meine Familie ist das Wichtigste für mich. Und ich werde viel Familie daheim verbringen, Familie, Freunde. Und freue mich eigentlich schon auf wieder Raclette und Fondue essen, wo ich dann wieder abtrainieren darf im Januar. Geht es dann wieder weiter. Genau. Schön, dass du da warst, Fabienne. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute und aufpassen. Gell? Also nicht wegen Covid gesund bleiben, sondern auch auf der Rennstrecke. Und alles, alles Gute. Und da hat es noch Gipfel. Übrigens noch die letzte Frage. Ja. Im Fahrlager gibt es immer so zu mörgeln und so. Ist das normal oder ist das, wie läuft das bei euch so ab? Also zum Morgen, obwohl ich natürlich aus einer Bäckerfamilie komme, habe ich nicht einen Gipfel zum Morgen. Aber würdest du auch so im Fahrlager? Genau, also wir kriegen eigentlich immer im Fahrlager, haben wir eigentlich unseren Kühlschrank oder Hospitality, wo dort alles parat steht. Aber meistens, eben vor ins Rennauto gehen, ist eher so ein bisschen was Lichtes zum Essen. Also meistens gibt es Müsli, Porridge oder irgendwie Rührei, irgendwie sowas in der Art, ja. Heute gibt es eine Ausnahme. Heute gibt es eine Ausnahme. Heute ist Sonntag, oder? Heute ist Sonntag, ja. Also nochmal, danke vielmals, dass du da warst. Alles, alles Gute. Und das wärst du wieder gesehen mit dem Sonntagsgipfel. Mit dem lieben Sonntagsgipfel. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.